Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gab mal wieder ein neues Update für Realm Royal und ich spreche mit euch heute die wichtigsten Punkte durch. Über die Hitboxen haben sich ja sehr viele Leute aufgeregt. Man schießt irgendwo hin und trifft nicht, beziehungsweise ist schon längst um die Ecke und wird aber noch weggenutzt. Dieses Problem sollte nun behoben sein, denn die Hitboxen sind nun an den Spielercharakter, also an das Model, extrem angepasst worden. Das heißt, sie liegen sehr nah an. Somit sollte man nun auch das treffen, worauf man eben schießt. Die Skydiving Controls wurden überarbeitet und man kann jetzt noch genauer dahin steuern, wo man eben hinfliegen möchte. Darüber haben sich wohl auch einige beschwert. Ich habe da jetzt nicht wirklich was gespürt, aber ja, man kann jetzt noch genauer landen und die Landeanimation kurz vor dem eigentlichen Landen wurde auch verändert bzw. angepasst. Also der Charakter dreht sich um und deutet diese Superheldenlandung bereits im Flug an. Des Weiteren ist der Nebelkreis nicht mehr von Anfang an zu sehen. Das heißt, wenn man hinunterstürzt auf die Map, weiß man nicht, wo der erste gute Platz sein wird. Es wurden noch ein paar Sprachen hinzugefügt, das interessiert uns jetzt nicht wirklich sehr. Es wurde an der Server-Performance gearbeitet und es soll auch noch weiter daran gearbeitet werden, sowie auch am Anti-Cheat-System. Auch an den Klamotten wurde etwas geändert. Der Helm gibt nun eine Headshot-Protection. Der Epic-Helm zu 35% und der Legendary-Helm zu 50%. Jedes Rüstungsstück bekommt 50 plus Armor dazu. Das Startleben wurde auch geändert und des Weiteren hat man auch direkt 100 Armor. Auch an den Waffen wurde einiges gemacht. Das Auto-Rifle hat ein größeres Magazin bekommen und zwar gibt es jetzt 30 Kugeln darin. Das Burst-Rifle macht nun verstärkten Schaden. Die Schrotflinte kann nun Headshots verteilen und bekommt dann darauf einen 50%igen Bonus-Damage. Und der Headshot-Bonus beim Sniper-Rifle wurde von 100 auf 150% angehoben. In Bezug auf mein letztes Tutorial hat sich Realm Royal ziemlich stark verändert. Man kann jetzt nicht einfach so seine Waffe craften, sondern braucht zwei von diesen Hühnerköpfen, die gedroppt werden, wenn man jemanden tötet. Und für eine Legendary Weapon, die ihr mittlerweile auch einfach an den Schmieden craften könnt, braucht ihr auch mindestens einen Hühnerkopf. Das heißt, ihr müsst mindestens einen Gegenspieler getötet haben oder eben glücklich so einen Hühnerkopf irgendwo finden, wenn jemand jemanden gekillt hat und den hat liegen lassen. Des Weiteren kam bereits mit dem letzten Update vom 28. Juni einige Skins hinzu, die man sich für, ich glaube, 14 Euro oder so kaufen kann. Also so ein ganzes Paket. Die Meinung über Skins ist ja extrem geteilt. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht verwerflich. Man sollte als Community nur aufpassen, dass man sich da nicht so extrem drauf stürzt, dass es so ist wie bei Counter-Strike, dass irgendwann die Skins der Mittelpunkt des Spiels sind und nicht mehr das Spiel selbst. Im Zuge dieses Updates wurden scheinbar auch alle Ränge wieder auf Null gesetzt. So war es zumindest bei vielen von uns. Das haben sie hier nirgendwo geschrieben, aber ich habe es eben so erlebt, dass mein Rang komplett weg war. Auf einmal ist man wieder Holz oder was es hier halt ist. Naja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Ciao, ciao.